Okay, so, die Mayumi, die ist jetzt auch fertig. Machen wir Pause, Angestellte bezahlen und dann hier bediene Kasse. Machen wir wieder Wechsel. Och nö, nicht schon wieder. Och Mann. Okay, wir müssen das hier leider anders machen. Ach, jetzt geht das natürlich. Für mich dezent gemobbt im Spiel. So. Und ich mag es nicht, dass sie nicht 100% gerade hintereinander stehen. Hans, rumpöbeln. Okay, die Maria ist gerade nicht an der Tanke. Müssen wir mal wieder ändern. So. Und the last one. Schwups. Okay, wir haben wieder 1500 in der Tasche. Das ist schon mal ganz gut. Was brauchen wir denn aktuell? Oh, wir müssen hier wieder ein bisschen was nachlegen. Zack. Wir kommen in eine Werkstatt. So. Base, base. Oh, es summiert sich wieder. Hier haben wir schon nichts mehr zum Nachlegen. Hüte. Ja, so ein paar, ne? Oh, Eis brauchen wir dringend. Ja, gut, hier ist klar. Okay. Gehe ich mal eben drüber in die Werkstatt, fahre den hoch und dann bestelle ich mal wieder Produkte. Wir sind halt echt momentan wirklich nur am Produkte bestellen, ne? So, Lieferung, Produkte. Was hatten wir gesagt? Erfrischungsgetränke. Dann Snacks. Alles, was geht. Alkohol brauchen wir wieder. Zigaretten. Sieht aus. 1122. Okay. Und Eiscreme war ganz wichtig. 1220. Zeitung brauchen wir gerade nicht. Hüte, Brillen, Teddybären vielleicht hier noch. Sind so teuer, ne? Stofftiere sind halt echt schon teuer. Da ist was kaputt. Hab ich gesehen. Dann hier einen neuen Reifen. Ich finde das gut, dass das immer angezeigt wird mit diesen Linien von wegen, wo liegt was. So. Achso, Batterie. Ah, Mann, diese Schutzbalken immer. Okay, zack, zack. Kritsch.
So, Andrew, du könntest natürlich schon mal wieder ein bisschen Tankstelle reinigen. Okay. Aber ich finde das gut, dass die Angestellten wenigstens nicht kündigen. Ach, da kommt er wieder. Das war am Anfang ja meine Sorge, dass die Angestellten halt nur temporär immer sind und dann irgendwann einfach abhauen. Wie das im echten Leben natürlich auch passieren kann. So. Schwupps. Schwupps, mein Gott. So. Als ob Andrew dich je verlassen könnte. Nein, Andrew kann das nicht. Andrew ist eine treue Seele. Er hat seine Bestimmung halt in dem Putzen unserer Tankstelle gefunden. Sein Traum, ins Ausland eine Weltreise zu machen und sowas, das hat er ja schon alles hinter sich gelassen. Der wird nie genug Geld haben, um auszuwandern. Was? Nein, deswegen hat er das doch nicht aufgegeben. Was? So, hier. Ein paar. Zack, zack, zack. Okay. Hier sieht es noch gut aus. Ich meine, guck dir an, wie der rennt. Der Fersengold einfach gibt, um seiner Bestimmung nachzugehen. Okay, hier ist relativ voll. Dann hier Plüschis. Zack, zack, zack. Hier ist so dunkel hier hinten in der Ecke. Kann Alko gar nicht sehen. Ich dachte schon, ich könnte wieder alles platzieren. Hier habe ich gar kein, hier habe ich nichts gekauft. Na, guck mal, Auto. Na toll. Ich habe wieder hier eine Dose rausgenommen. Autoprodukte haben sie auch ein paar rausgeholt. Place all, place all. So, hier sieht gut aus, hier sieht gut aus. Das ist halt echt ätzend, dass die Leute hier immer hängen bleiben. Okay, ich mach's anders. Ich stell's hier hin. Ist halt schon echt kacke. Was habe ich nur mit dem Snackregal? Ja, ich weiß es auch nicht. Die haben es halt einfach sehr, sehr gern. So, schwupps, schwupps. So, und hier Newspaper-Regal. Was kommt dann hier hin? Können wir eh nichts anderes mehr hinstellen. Passt schon. Okay. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht mehr hängen bleiben. That'll do. So, Kunde am Werkstatt. Blup. Eine Polizei haben wir noch nie repariert. Ich glaube, die Polizisten, die haben, glaube ich, ihren eigenen Service. Das finde ich nicht so gut. Wenn doch, liegt es an der Snack, an den Snacks. Dann verkaufe ich das Regal einfach. Dann gibt es keine Snacks mehr. So. Reifen. Ich glaube, eine Batterie war wieder. Sehr viele Autobatterien im Moment, die kaputt gehen. So. Ah ne, Zündkerze ist es. So. Wir haben Vertragswerkstätten. Das kann ich denen auch anbieten.
Vertragswerkstatt hier bei Das Bowl? Kein Problem. Ich mach's sogar günstiger. 2388. Schön, wir haben ja ein bisschen Geld zusammen. Wenn wir ein bisschen Geld zusammen haben, dann können wir natürlich doch wieder mal hier gucken. Gibt. Da, 46, ja. Nur ein bisschen nachbestellen, ne? Läuft. Haben wir wieder ordentlich was im Plüschregal, im Spielzeugregal. Ja. Wir müssen gleich mal hier wieder Wechsel machen. Ja, es ist doof, dass du keinen Blaubeermuffin, kein Schokoladenmuffin mehr hast, ne? Nein, nicht tanken. Bediene die Kasse. Ach so. Ah ne, kann ich gar nicht, weil ich schon Dingens eingeteilt habe. So. Die kann auch eine Pause machen. Kommt gerade kein Auto. Und wenn einer kommt, dann können wir übergangsweise den Andrew wieder schicken. Der ist immer froh, wenn er mal was anderes machen darf. Ah ja, okay, ich sehe schon. Da muss ein Fachmann ran. Oh, mit Brille sogar mal. Schwupps. So, die Hinterreifen sind platt. Und da kommt der Partybus. Es ist wieder soweit. Das heißt, Andrew, nichts mit tanken. Du musst auf jeden Fall hier den Besen schwingen. Wir gehen auch gleich wieder zu The Lizard Man mit der magischen Zunge. Der weiß, was Frauen wollen. So, ich will nur irgendwie kurz den Karren hier reparieren. So, Zündkerze, die. Ups. So. Okay, wie sieht's denn hier jetzt aus? Ah, guck mal, da sind sie. Hilf mal am Alkohol. Na? Oh, gibt kein Giraffenspielzeug. Doof. Okay, Alter, sieht das hier aus. Ich muss gerade mal hier eben selber mal kurz einmal durchputzen. Da muss der Chef sogar mal selber mit anlegen. Das schafft Andrew schon. Nice. So. Kurz mal die Ware einräumen. Wisst ihr noch, wo wir bei dem Partybus-Event so voll so am Hyperventilieren gewesen sind, weil so viel los war? Mittlerweile ist das so. Mal schauen.
Geht so. 100 an Kraftstoff. Gehen wir gleich hin. Voll die Party hier drin. Die hatten am Dancen sind in der Kasse. Stellt euch das mal im Real Life vor, wie das aussehen würde. Just as I wanted. So, und dann noch Madame. Mayumi macht das schon. Andrew. Wo putzt der eigentlich? That's awful. Ja, Entschuldigung, die Mayumi, die macht leider auch nicht immer alles perfekt. Okay, ich muss... Ah! Wenn man hier die Getränke rausnimmt. Kleine Gierschlund. So, ich leg mal eben überall nach. So. Wenigstens halten sich die Partyleute an die Corona-Regeln und haben eine Maske auf. Das ist keine medizinische Maske, Flauzi. So. Guck mal hier, ordentlich Fluppis haben sie wieder mitgenommen. Brillen. Zack. So, Kunde in der Werkstatt. Gehen wir auch sofort rüber. So viele Sachen. Place all. Es kommt was runter. Place all. Oh. Hier kein Eis mehr. Place all. Oh, wir haben es voll. Juhu. Nicht mal geschafft, mein Regal hier voll zu machen. So. 100 an Kraftstoff. Jetzt kann aber die Maria mal wieder kommen. Oh, Partybus-Event vorbei. Alles klar. Nicht? Wer weiß, was sie da unten drunter haben. Unter der Maske eine FFP2-Maske tragen. Boah, die können so bestimmt super gut atmen darunter. Also sowieso nicht, was das für ein komischer Fetischclub ist, dass die so merkwürdige Masken alle tragen. Die wollen ja alle zu den Squid Games. Wie, war nur ein Spiegel? Was ist denn für ein Lappen? Och nö. Was hier drin, kriegst du nichts mit? Gehst du raus? Weltuntergang. Was zur. Es ist sehr windig. Die Autos werden weggepustet. Oh mein Gott, was ist hier los? Was zur Hölle? Der war noch am Tanken. Hui! Ja, gut, wir haben einen neuen Parkplatz. Autos fliegen aber nicht. Ja, wir sind sehr standfest einfach. Es ist hartes Training gewesen. Schlagen ein. Schiff, gibt Blitze es eigentlich bei Sandstürmen? Ich bin unsicher. So. Etwaige Aufräumarbeiten hier irgendwo auf dem Weg.
Das ist gerade in den Kopf von dem eingeschlagen. Das sah aus, als wenn der, wenn der Kopf von ihm gebrannt hätte. Offensichtlich nicht. Huch! Zack und weg. Stammfest oder fett? Beides. Das kann man so oder so auslegen, ne? Gut, wir haben 3.390 und da fährt gerade ein Wagen in die Werkstatt, okay. Nice. Würde ich mal Folgendes machen. Wir graden mal unseren Workshop auf. Workshop Level 5. Wow. Moment mal, haben wir jetzt 2? Was zur Hölle? Tires. Wir haben die einfach mal verdoppelt? Moment, warte mal. Autoteile. Kühlmittel brauchen wir ja jetzt. Und ich muss es leider kaufen, auch wenn es teuer ist. Geht nicht anders. Kann ich da noch was mitnehmen, was vielleicht hier so ein paar Sparkplugs? Ja, 20 war gerade im Angebot. Batterien sind teuer. Hier nochmal ein bisschen Öl. 10 Stück. Spiegel können wir mal wieder ein paar bestellen. 20 Kratzerentferner. Kein Geld mehr. Passt schon. So, was haben sie denn hier? So, erstmal hier. Seite ist nicht so ganz dolle. Sieht aber sehr schick aus, das Auto. Öl. Eine Batterie. Das ist jetzt aber auch alles so ziemlich im Argen hier bei dem Auto. Zündkerze auch noch. Woher wissen wir eigentlich, welche Zündkerze wir austauschen müssen, bevor wir die Dinger überhaupt aufgemacht haben? Ich frag nur. Bin neugierig. So, wir haben nicht mehr so viele Reifen. Vor allem dadurch, dass wir jetzt doppelt hier bedienen können, wird das natürlich nicht besser werden. Und nochmal ein Reifen. So. Müssen ja natürlich auch wieder streichen. Kaum noch Unterschied ist. 1013 haben wir. Ja, brauchen wir wieder Eis. Moment. Ich habe jetzt mal 2 kleine gekauft, aus dem einfachen Grund, weil ich die dann nämlich hoffe. Warum habe ich noch einen großen Zeitungsstand? Seit wann habe ich den denn? Weil ich hoffe, dass ich die dann beide hier hin platzieren kann. Was ist denn jetzt schon wieder? So, warte mal. Erstmal Erfrischungsgetränke. So.
Und essen. Da ist nichts drin. Wie so ein paar Cookies reinpacken. Uff. Kraftstoff hat niedrig. Okay, sofort nachbestellen. Wichtig. Ding ist halt aber auch immer erst so spät angezeigt. Oh, 2,40 ist teuer. Tut auch sehr weh. Der Müll ist voll. Oh, Andrew. Nice. Nicht genug Geld, um alle Gehälter zu bezahlen. Sagen wir erstmal eben den Andrew und der soll die Tankstelle reinigen. So, wir haben gerade niemanden an der Kasse. Das heißt, dass der Hiroki mal eben muss. Nicht genug Geld für eine Prämienzahlung. Ist auch ganz gut. So. So, was haben sie denn hier? Ja, in dem Auto ist gar nichts. Wird das denn hier nicht angezeigt? Bin ich aber doof. Wahrscheinlich, weil die, weil wir hier die Reifen drin haben müssen. Kann ich da nicht eine zumachen oder sowas? Wäre schon, wird ja schon mal viel bedeuten. So. Ich habe halt keine Ahnung, was die halt braucht, ne? Noch Öl und Batterie. Battery. So. Kraftstofflieferung neben der Tankstelle. Mal eben hin. Das freut mich. Ups. Gut, dann machen wir Ette nochmal schnell und dann räumen wir kurz die Sachen ein. Und hier noch eine Zündkerze. Ich habe halt richtig viel zu tun mittlerweile. So, wieder rein. Teile einräumen. Müb. Kommen Sie rein, dann können Sie rausgucken. Fertig. Langsam das Gefühl, dass der Andrew alleine mit dem Reinigen schon fast gar nicht mehr hinterherkommt. Wie ist das eigentlich, wenn wir später dann wirklich die Carwash-Straße noch haben? Das wird dann ja richtig, selbst mit Angestellte artet das noch in Arbeit aus. So. Dann würde ich mal hier ein paar Sachen platzieren. Spark Plugs. Place all. Place all. Place all. Tires habe ich gerade keine mehr. Hier habe ich keine mehr. Place all. Wo kommt das Kühlmittel hin, sag mal? Ah, hier. Place 5. Hier auch, ne? Place 5, okay. Müsste es ja wahrscheinlich anzeigen, wenn wir die Sachen hier stehen haben. Nur Reifen sind halt teuer. Gut, ich guck mal, wie weit ich noch rauskomme. Oh Gott, wie das hier aussieht. Rennt ihr eigentlich immer hin? So, wir wollten Eis nachbestellen. Ein paar Snacks, Getränke.
So. Alles im Angebot. Let's go. Oh, schon wieder zweimal Werkstatt. Oh.